Wir machen uns viel Gedanken darüber, wie Prozesse nicht abbrechen, wie man nicht in Sackgassen gerät in der Ortsentwicklung, insbesondere im ländlichen Raum, für Mittelstädte und Ähnliches. Und wir versuchen dann eigentlich, Menschen vor Ort auch Prozesse vorzuschlagen, wie sozusagen wieder produktiv werden können. Ich glaube, das ist ein ziemlicher Beitrag zur Gestaltung der Zukunft. Ich sehe momentan sehr viel Veränderung dahingehend, was Menschen sich eigentlich von ihrem Lebensumfeld wünschen. Und das fängt bei der Wohnung an und hört letztendlich bei der Alltagsgestaltung auf. Also wie eng muss denn zum Beispiel die Verknüpfung von meiner Wohnung mit einem Freiraum, in dem ich Freizeit verbringen kann, sei? Aber nicht so in dem Sinne so Samstagsausflug, sondern eher, weil auch die Arbeitsmodelle sich verändern, wie kann ich denn mal 5 Minuten Freizeit sozusagen verleben? Und das hat einen extremen Einfluss auf die nächste Umgebung. Und das ist also, vielleicht hat eine Wohnung wirklich dann in Zukunft ein ganz anderes Verhältnis zu einem nächstumgebenden Freiraum. Oder vielleicht gibt es auch das, was die Städtebauer eigentlich schon lange vermisst haben, nämlich so etwas wieder wie Kleinquartiere, wo sich auch so kleinere Communities eigentlich wieder reetablieren. Erst Müsli. Die Stadt, in der man wohnt, die beachtet man nämlich häufig überhaupt gar nicht mit ihrem Umfeld. Wir sind schon überall gewesen, auf den Bahamas und sonst was. Aber wer von uns ist denn schon mal in den ganzen spannenden Vorstadtquartieren von München gewesen, um sich anzugucken, was da passiert? Schwierige Frage. Wirklich, wirklich, wirklich schwierige Frage. Wenn ich sage, welche Architektur macht das stärkste Raumerlebnis auf mich, wo ich plötzlich denke, so Architektur kann etwas so recht Umfassendes sein, dann muss ich sagen, Peter Zumthor. Und warum? Also ausführlich, warum genau Peter Zumthor? Ich bin ein ständig unzufriedener Mensch. Und wenn ich mich in einem Raum, den Peter Zumthor gestaltet hat, aufhalte, dann finde ich nichts, was mich sozusagen ablenkt, weil ich wieder irgendeine kleine Fiesigkeit gefunden habe, wo ich sage, jetzt hätte man auch anders machen können. Also es ist wirklich so ein merkwürdiges Gefühl von in diesem Ding aufgehoben sein und sich und einfach auf sich wirken lassen können. Das kann nicht viel Architektur, jedenfalls nicht die mit heutigen Namen verbunden sind. Mir fällt da schon auch andere Architektur ein, da gibt es aber keine Architekten, die dahinter stehen. Das sind vielleicht ganz kluge Handwerker, die einfach mal einen guten Bauernhof gebaut haben, weil sie gut zimmern konnten und über das rechte Material verfügt haben oder vielleicht auch große Baumeister aus der Vergangenheit. Kann sein, aber wenn es versteckt ist, ist es da gut versteckt, wo es jetzt ist. Ich würde mich freuen, wenn die Menschen erkennen würden, dass sie viel mehr erreichen können, wenn sie nicht immer nur die Probleme im Zusammenarbeiten sehen, sondern die Chancen. Ich glaube, die beste Entscheidung war, Architektur zu studieren. Da bin ich komplett aus der Art geschlagen in der Familie. Aber das war eine wirklich, wirklich gute Entscheidung. Und bisher macht es auch noch Spaß und sie hat doch jetzt schon einige Jahre. Ich glaube wirklich, dass wir uns mehr und mehr damit beschäftigen müssen, in welchen Räumen fühle ich mich wohl. Und weil ich mich wohl fühle, kann ich auch meinen Kopf frei machen für gewisse Entscheidungen. Gerade in einer Welt, die sich mehr und mehr eigentlich enträumlicht durch irgendwelche digitalen Lösungen, ist es, glaube ich, wichtig, in diesem Umfeld, in dem man sich hauptsächlich befindet, sich gut aufgehoben zu fühlen. Dazu gehört auch natürlich eine gut gestaltete Umgebung und vor allen Dingen auch eine Umgebung, die gut und verantwortungsvoll funktioniert. Also hat es auch so ein paar Aspekte des Lebensstils, der in einer guten Umgebung überhaupt erst stattfinden kann. Ich habe aber schon gesagt, dass ich nicht so dran glaube, dass es dann diese leuchtenden Architektenfiguren für diese gute Architektur unbedingt noch geben wird. Also ich glaube, das Star-Architektentum, das ist wirklich vorbei. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir sozusagen einen super Standard haben für den, ich nenne das jetzt mal den hier gut ausgebildeten Allerweltsarchitekten, dass der in der Lage ist, diese guten Umgebungen zu bauen. Aber er muss nicht auffällig werden, er muss kein Star sein.
Darüber habe ich mir echt noch nie Gedanken gemacht. Aber wenn, dann könnte es dieses Gelassenheitsmotto sein. Und dann würde ich sagen, ich habe es auch noch nicht erreicht. Ich muss Sie enttäuschen. Ich bin da wirklich, also vielleicht bin ich da irgendwie so ein Teflon-Charakter oder so, aber nee. Nee. Ich glaube, was wichtig war, das hat mal mein Vater zu mir gesagt, er hat gesagt, wenn du 60% eines Problems überblicken kannst, dann solltest du es angehen. Solltest nicht warten, bis du noch mehr davon weißt, weil 60% gibt dir eine gewisse Sicherheit, dass du das wirst erledigen können, das Ganze. Und ich glaube, das ist wirklich wichtig, so einen gewissen Mut zu haben, einfach Dinge anzugehen, etwas zu entwerfen und den anderen anbieten zu können. Und das ist ist genau das, was ein Architekt macht. Der traut sich zu, den Ändern etwas anzubieten. Der muss dabei auch erleben, dass er es wieder wegschmeißen muss und nochmal überarbeiten muss. Das gehört dazu. Aber ich glaube, das ist wirklich wichtig. Und da gibt es jetzt kein tolles Zitat von meinem Vater dazu. Aber es war eine wichtige Nachricht. Einfach mal losgehen und ein Problem angehen. Das Huhn. Architektur ist wirklich ein besonderer Studiengang und ein besonderes Berufsfeld, weil es wenigen Menschen eigentlich so klar der Raum eingeräumt, Dinge vorzuschlagen. Und man sollte sich nicht ermutigen lassen davon, dass nicht jeder Vorschlag auf Gegenliebe trifft und man muss sich ein dickes Fell zulegen, weil es immer Menschen gibt, die sagen, wir müssen nichts vorgeschlagen bekommen, es ist gut, wie es jetzt ist. Aber ich glaube, in einer immer schneller sich ändernden Welt, in ganz vielen Feldern, ist das ein unglaubliches Privileg, in einer Gruppe von Menschen agieren zu können, Architekten, die eigentlich sich damit auseinandersetzen dürfen, die Zukunft zu entwerfen. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was ich jedem Studenten mitgeben kann. Nicht einfach sagen, ich mache halt das, was jetzt gerade so an ist, sondern immer sich zu fragen, ist das eigentlich ein guter Entwurf für die Zukunft, bringt uns das irgendwie voran?